Ladies and gentlemen, please welcome the President and CEO of Automobili Lamborghini, Stefan Winkelmann. Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite ein recht herzliches Willkommen. Ferruccio Lamborghini hat Automobili Lamborghini vor 50 Jahren gegründet. Sein Traum war es, die besten Straßen-Supersportwagen der Welt zu bauen. Er hatte dabei kein besonderes Faible für den Motorsport. Wir glauben, das hat sich geändert. Und wenn man sich unsere Fahrzeuge so anschaut, dann möchte man meinen, dass gerade Lamborghinis geradezu prädestiniert sind. Weil in puncto Design, Leistung, Fahrverhalten, glaube ich, gibt es keine andere Marke, die besser als Rennauto zur Rundstrecke passt. So haben wir auch vor 5 Jahren einen Markenpokal ins Leben gerufen, nämlich den Lamborghini Blancpain Super Trofeo. Wie gesagt, vor 5 Jahren. Wir haben in Europa begonnen, 2009. Seit 2 Jahren sind wir schon in Asien am Start und dieses Jahr zum ersten Mal in Nordamerika. Neben mir ist Fabio Babini. Ciao Fabio. Fabio ist ein Testpilot. Für Pirelli, für die Rennreifen von Pirelli, aber ist auch ein begnadeter Rennfahrer. So hat er Klassensieger errungen in den 24-Stunden-Rennen von Le Mans und von Daytona. Und für uns hat er zweimal den Markenpokal gewonnen, nämlich 2009 und 2011. Auf der anderen Seite haben wir den GT3. Das Fahrzeug ist für Profis gebaut worden, die sich mit anderen Marken auf allen Rennstrecken dieser Welt messen wollen. Hier neben mir ist Giorgio Sanna. Ciao Giorgio. Giorgio Sanna. Giorgio Sanna ist Testfahrer bei Lamborghini seit 2001. Seit 2006 ist er Cheftestfahrer und er ist auch ein sehr, sehr guter Rennfahrer. So hat er zum Beispiel im Jahr 2011 in Italien den GT Cup gewonnen. Ja, und somit ist es für uns in unserem 50-jährigen Jubiläum das stärkste Engagement in der Geschichte des Motorsports von Lamborghini. Und deswegen haben wir auch eine Motorsportabteilung gegründet, die Squadra Corse heißt. Und wir haben dem auch einen Tribut gezollt, nämlich dieses Fahrzeug neben mir heißt Lamborghini Gallardo LP 570-4 Squadra Corse. Und nur 3 kurze Daten zu diesem Fahrzeug, zu dem Motor. Ein V10-Motor mit 5,2 Litern, 570 PS. Ein Auto, was 3-mal so viel Abtrieb hat als unserer Gallardo 560-4, also der Urvater aller anderen Gallardos. Und die Leichtbauweise, eine gute Verknüpfung von Aluminium und Kohlefaser. Alles in allem, summa summarum, der leistungsstärkste Gallardo, den wir bis jetzt gebaut haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.